Hallo und willkommen auf Review Entertainment. Ich bin Leowulf One und wir haben heute Freitag und ich möchte euch heute The Specials vorstellen. Sie sind nicht unglaublich, aber sehr speziell. Ist so eine kleine Überschrift und das passt wirklich zu diesem Film. Hier habe ich die Specials Edition. Okay, ihr merkt schon, hier wird sehr viel mit diesem Wort Specials schon beim Cover gearbeitet. Also hier oben seht ihr das halt Special Edition, es gibt aber keine andere. Das ist die einzige Variante und das ist auch nichts Spezielles an dieser DVD. Das werden wir gleich sehen. So, hier unten steht noch X-Men aufgepasst. Jetzt kommen die Specials. Hier vorne haben wir dann ja einige der Hauptcharakter. Vivil, Amok, Deadly Girl, Mr. Stranger oder so, und Miss Unzerstörbar, ich weiß jetzt diesen englischen Namen jetzt gerade nicht. Von wegen, sie ist unzerstörbar und naja, gut. Also, wie ihr sehen könnt, es ist wieder mein Versuch einer, ja, Superhelden-Abklatsch, Comedy. Comedy-Dings, es versucht sich hier als das zählt zur Komödie. Naja, ich würde es ehrlich gesagt eher in das Fach Dokus schieben. Und zwar zeige ich euch erstmal das Cover, bevor, also die CD und so. Ja, nichts. Und eine schwarze CD mit Special und hier nochmal ein Bild mit Amok. Was wir hier übrigens auch haben. Und hier benutzen sie mal ihre Fähigkeiten. Warum ich das jetzt so betone gleich? Was haben wir hier? Deutsch, Englisch, Sprache, Tonformat, halt beides halt digital 2.1, 2.0 ist eine Komödie und geht circa 83 Minuten. Das ist lang genug, sehr lang. Dieser Film ist, wie gesagt, eher so eine Dokumentation statt statt eine Komödie. Und zwar, sie reden die ganze Zeit nur. Ja, sie reden darüber, wie toll es doch ist, Superhelden zu sein. Und es gibt halt es ist eine Art parallele Welt, wo sie halt leben. Und da gibt es halt nur Superhelden, mehr oder weniger. Und die haben sich halt in Superligen zusammengeschlossen. Halt mehrere Vereine gibt es halt. Ja, so wie Fußballvereine wahrscheinlich. Jeder versucht natürlich der Beste zu sein und die Specials halt auch und sind eigentlich, naja, so das, was übergeblieben ist, so mehr oder weniger Abschaum. Obwohl einige von ihnen laut Erzählung tolle Kräfte haben. Man sieht halt nichts in diesem Film von ihren Kräften. Wobei mir einige Charakter so von der Idee her gefallen. Und zwar haben wir dabei 8. Acht ist, sag ich mal, die coolste Figur in diesem ganzen Film. Darum werte ich diesen Film auch nicht als totalen Schrott. Sind 8 Körper, aber nur eine Persönlichkeit. Heißt, 8 kann zwischen verschiedenen Körpern wechseln. Die Körper sind halt verschiedene Personen halt, verschiedener Nationalität und Geschlecht. Heißt, man hat, glaube ich, eine Frau und so einen bunt gemischten Haufen von allen möglichen. Und das Geilste an 8 ist wirklich, dass 8 immer von Körper zu Körper wechseln kann und dann immer mit dem Körper, sag ich mal, seinen einen Satz sein oder ihren einen Satz halt benennen kann. Wie war das? 8 wurde auch bezeichnet als Frau im gefangenen Männerkörper oder irgendwie wird 8 ziemlich kompliziert erklärt. Wird auch nicht erklärt, wo 8 herkommt. War einfach da. Also 8 ist wirklich schon eine geniale Idee. Dann haben wir noch so einen Gag mit Amok. Na ja gut, wir wissen alle, wie man darstellen soll. Amok ist aber halt, der Name verrät schon ein bisschen, sagen wir mal, gewalttätig und ja, nichts Besonderes eigentlich. Eine Sache, die mir noch gefiel an dem Film war,
Die Specials trennen sich nachher nach so einem kleinen Problem. Sie haben nämlich Actionfiguren spendiert bekommen, haben sich natürlich darüber gefreut, weil Actionfiguren heißt, man ist bekannt, berühmt und berüchtigt, so nach dem Motto. Problem ist bloß, dass halt diese Actionfiguren der größte Mist sind. Und zwar Miss Unzerstörbar hat auf einmal Atombrüste und so eine Scherze halt wirklich sehr übertrieben. Und Deadly Girl ist auf einmal ein Clown mit einem Thermometer. Ihr kennt schon, was man so im Braten reinschiebt, um zu sehen, wann er dann fertig ist. Das ist ihre Angriffswaffe als Actionfigur. Sehr grausam, also wirklich sehr schlechte Figuren. Ich werde mal gucken, wenn ich diesen Commercial irgendwo finde, dann packe ich einen Link hin. Falls da kein Link ist, dann habe ich es leider nicht gefunden. Aber das war schon sehr lustig. Alles in allem ist der Film sehr lahm eigentlich. Es macht wirklich keinen Spaß, ihn zu sehen. Wie gesagt, die drei Szenen oder so, die wirklich toll sind, die sind, wenn ich es euch erzähle, kennt ihr sie und dann war es das auch. Mehr gibt es wirklich in diesem Film nicht. Der Film hat keine große Handlung, keinen großen Strang eigentlich. Es ist eigentlich so ein bisschen wie Big Brother, dass halt die Charakter an sich teilweise in so einzeln in so einer Box sitzen von der Kamera, halt Big Brother ähnlich, und dann über ihre Probleme reden. Und da, ich war schon immer ein Superheld. Ich hatte von allen anderen schon meine Fähigkeiten gleich von Geburt an und so ein Sülz halt. Also, sie benutzen nie ihre Fähigkeiten. Es gibt keine Action, es gibt keinen Kampf, es gibt kein Humor. Also wirklich, der Humor an sich ist wirklich begrenzt. Eigentlich Hände weg. Schaut euch nicht an, leiten euch nicht aus. Und solltet ihr dazu gezwungen werden, euch den Mann zu schauen, dann haut eure Frau, haut denjenigen, der euch das angetan hat. Nein, ernsthaft. Es ist wirklich das Schlechteste, was man eigentlich so als Helden, als Komödie sehen kann. So Heldenkomödie. Wir haben wirklich bessere, Hero-Movie, 10-mal besser als das da. So, es ist alles besser als das. Und das ist übrigens der Preis, den ich glaube ich nochmal, ich glaube, ich habe nur 2 € bezahlt oder so. Und selbst das finde ich ein bisschen noch fast zu viel. Aber trotzdem ist das nicht der schlechteste Film in meiner Sammlung. Wobei er ist wirklich mies. Was gebe ich Ihnen? Ja, weil ich bin, ihr wisst, ich bin ein bisschen fair oder gutmütig. Ich gebe Ihnen trotzdem noch 2 von 10 möglichen Punkten. Also er kriegt noch 2 Punkte halt wegen diesem Gag mit 8 und so anderen Sachen auch. Ein kleiner Gag mit Deadly Girl, der mir sehr gefällt, wollte ich Ihnen noch erzählen. Die trennen sich, die Gruppe trennt sich ja, was ich eben gesagt, mit diesem Commercial Blödsinn und Sunflower Girl oder so, also mit einer riesen Sonnenblume im Kopf, kommt und fragt freudestrahlend: Möchtest du nicht bei uns Mitglied werden? Okay, das wäre so wie wenn die Sonne zum riesen Eisberg gehen würde und fragen würde: Wollen wir nicht zusammen spielen? Und der Eisberg in diesem Moment schon schmilzt. Also ihr wisst ungefähr, so Feuer und Eis, das klappt nicht. Und das ist wirklich sehr, das ist so ein Moment, wo man eigentlich nur grinst und sich denkt, wenn die jetzt ja sagt, dann ist die halt nicht Deadly Girl. Das würde nicht passen, aber es ist schon cool gemacht. Wie gesagt, dafür kriegt der Film auch noch 2 Punkte. Mir auch nicht. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ich sage, Hände weg, weg damit und guckt euch andere schöne Filme an. Es gibt so viele. Habt trotzdem Spaß. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich sage tschüss, bis dann.